Hallo, ich bin Sarah Riedel. Ich bin Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ich bin in diversen Filmen die deutsche Stimme von Claire Foy. Außerdem spreche ich die Hauptrolle bei American Housewife, Katie Mixon und Odette Annabelle, zum Beispiel bei Dr. House, und Flora, die Blumenfee von Winx Club. Weißt du, der Schlüssel zur nächsten Stufe der geistigen Erfüllung liegt in der Kombination verschiedenster Substanzen. Elementar ist Alkohol. Ohne eine schöne Standarte geht gar nichts. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich war 4. Da haben meine Eltern mich mitgenommen, mehr oder weniger. Und ich habe meinen ersten Take bei der BSG gesprochen, bei der Berliner Synchron. Und das war ein James Stewart-Film, der neu synchronisiert wurde, nicht verfilmt wurde natürlich. Und da hatte ich 2 Sätze. Und dann bin ich rausgekommen und dann haben meine Eltern gesagt, und wie fandst du es, wie war es? Und dann habe ich so gesagt, viel zu dunkel, ich bin doch kein Gespenst, ich will es nicht. Und dann musste ich auch nicht mehr hin. Dann bin ich ein paar Jahre später wiedergekommen und so irgendwie habe ich mich dann an das Dunkle gewöhnt. Wie unterscheiden sich die Schauspielerinnen, die du häufig synchronisierst? Na, zum Beispiel diese Katie Mixon, die bei American Housewife und auch bei Mike und Molly hatte die mitgespielt, die kenne ich jetzt halt schon sehr lange. Die wurde über die Jahre immer runder und runder und die ist halt so eine Ulknudel und die quatscht ununterbrochen und ist halt so eine richtige Comedian-Braut. Während die anderen, viele sind eher so ein bisschen tiefer oder diese Odette Annabelle, die finde ich auch echt, die macht ihre Sache auch schon seit Jahrzehnten inzwischen ordentlich. Und die hat oft so die Ärztinnen, die habe ich jetzt schon 2-mal als Ärztin oder sogar 3-mal war die Ärztin. Muss sie dann auch gemeinerweise wahrscheinlich einfach immer spielen, ist auch doof. Ja, so sind die halt in ihren Rollen ja auch einfach komplett unterschiedlich. Welche deiner Schauspielerinnen magst du am liebsten? Also ich habe jetzt eine neue und die finde ich richtig super, weil ich darf endlich eine Soldatin sprechen. Weil es ja sonst immer nur so den Männern vergönnt ist und die sind schon seit jeher das so gewohnt, die ganze Zeit zu brüllen und zu rufen, gesichert und was auch immer die dann so rufen. Und die, das ist wirklich schön, weil die halt nur brüllt und so tief so durchballert und das ist für mich was ganz Neues, was wir Frauen halt einfach total selten erleben. Jetzt nicht, dass ich Soldaten so toll finden würde, aber es macht einfach Spaß, eine komplett andere Welt zu betreten. Du bist die Stimme von Odette Annabelle als Dr. Jessica Adam in Dr. House. Wie waren die Aufnahmen zur Serie? Ach, da kam ich ja schon relativ spät in ein Team, was schon seit Jahren existierte und was so auch so ein bisschen fast so, auch so eine eigene Welt war. Also die hatten so ihren Kosmos da sich so aufgebaut und allein schon die Art und Weise, wie das Drehbuch von dem Peter B. Gerlach ja geschrieben wurde, auch das dazu gab es irgendwie eine extra Erklärung. Dann diese ganzen 100.000 medizinischen Ausdrücke. Es war so ein bisschen so, als ob man sowieso schon in eine Arztpraxis reinkommt, weil die halt alle schon so lange sich mit dem Thema beschäftigt haben, dass das ganz witzig war und war total entspannt, also ja, völlig unproblematisch. Lernt man da was über Medizin, wenn man in so einer Serie Nee. Einfach nein, aber nee, das ist jetzt gemein zu sagen. Nee, klar, wenn man ein bisschen so ein schon mal 1-2 Wörter irgendwo gehört hat, mein Schwiegervater ist Arzt, da kann ich auch manchmal irgendwie dann noch was nachfragen, aber ich, ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen, und ich behaupte, da spreche ich für viele meiner Kollegen mit und Kolleginnen, vergessen wir ja einfach ziemlich schnell wieder, was wir gesagt haben. Also ich kann dann nicht 5 Tage später noch diese ganzen medizinischen Ausdrücke auswendig, sondern gehe aus dem Atelier raus und die sind weg. Du sprichst unter anderem Fee Flora in Winx Club. Worin besteht für dich der Unterschied zwischen Trick- und Realfilmsynchro? Also die Flora habe ich ja schon unglaublich lange und da gibt es ja auch richtig so eine Fanbase, die immer wieder nachfragt, wann kommen jetzt die nächsten Folgen und die da total interessiert dran sind. Teile haben wir ja auch hier aufgenommen und das ist wirklich, also die, das ist wirklich richtig mit so ein bisschen Charge. Also da muss ich richtig so ein bisschen, die spricht immer so und die ist halt auch noch ganz jung und die bleibt halt auch immer gleich alt und die sagt ja immer so Sachen wie so Blütenzauber, Feenstaub und solche Dinge. Und das ist eben der Unterschied. Das hat einfach gar nichts mehr
Also natürlich muss man ja bei sich bleiben, weil sonst klingt es einfach völlig falsch. Aber das ist einfach eine vollkommen erfundene Welt. Was fasziniert dich am Synchron besonders? Ich liebe Synchron. Wirklich, ich kann das gar nicht. Ich finde es einfach super, das zu machen, weil es so häufig so unglaublich unterschiedliche Sachen sind. Weil ich dann die Soldatin habe und dann die Flora habe und dann gehe ich noch irgendwo anders hin und brülle irgendwie noch mal 10 Takes bin schon, also ich habe mich schon um 9.15 Uhr habe ich mich schon einmal ausgebrüllt. So. Und das, wer kann das schon machen in seinem Beruf? Ich finde es toll, bei mir bleiben zu müssen und trotzdem so viel geben zu können, was ich ja in meinem Beruf als Schauspielerin diese Bandbreite gar nicht spielen kann. Ne? Also so schnell, in so kurzer Zeit. Als Schauspielerin warst du auch häufig in Film und Fernsehen zu sehen. Vermisst du es, vor der Kamera zu stehen? Ich finde beides so wahnsinnig unterschiedlich. Ich habe ja auch relativ viel Theater gespielt. Alle drei Sachen sind so fern und dann doch wieder natürlich an dem einen Punkt, nämlich dem Spielen beieinander. Ich habe ehrlich gesagt, ich vermisse die anderen Sachen gerade nicht. Also ich bin einfach so gerne Synchronschauspielerin, als dass ich da das andere irgendwie so großartig vermissen würde. Ich habe das alles gerne gemacht, aber es ist irgendwie gut so, wie es ist. Als man noch zusammen im Studio stand, gab es Kollegen, von denen du besonders viel lernen konntest? Also klar, so lange habe ich die Zeiten ja gar nicht so intensiv gehabt mit dem Zusammenaufnehmen. Ne? Aber natürlich sind primär meine Vorbilder meine Eltern, weil ich von denen erstmal alles gelernt habe. Und ich schreibe ja auch Synchron-Dialogbücher. Und auch das habe ich von meinen Eltern gelernt, weil die das zu Hause immer gemacht haben. Oder was heißt immer, aber häufig gemacht haben. Wir einen Schneidetisch zu Hause stehen hatten, ich zugucken konnte. Und später, als ich mich dann entschieden habe, ich möchte das jetzt professionell machen, habe ich gefragt, kann ich noch mal kommen? Und finde das gerade auch die beiden, die so unterschiedlich in ihrer Arbeitsweise dann sind, also von denen habe ich mir irgendwie alles abgeguckt und dann bin ich aber auch zu anderen Leuten einfach ins Atelier gegangen und habe mir zugehört und das hat mir immer viel gebracht und bringt mir immer noch viel. Also man kann ja gar nicht aufhören, sich das abzugucken. Wie stehst du zum Thema Xen? Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also zum einen ist es natürlich schön, wenn du den Anfang der Szene mit deinem Partner zusammen, also wenn du den Dialog mit deinem Partner führen kannst. Zum anderen fühlst du dich halt irgendwie vielleicht auch beobachtet oder es ist dann Unruhe im Atelier oder der andere setzt sich dann gerade und trinkt irgendwie erstmal seinen Kaffee, während du jetzt aber in dieser mega emotionalen Szene drin bist. Also es ist so, dass ich das oft gar nicht so schlecht finde, da alleine zu stehen. Und wenn man eine gute Regisseurin oder einen guten Regisseur hat, gibt der dir ja eh vor, was der Vorherige gesagt hat. Und dann kann man damit auch sehr gut arbeiten. Wie gehst du vor, wenn du ein Dialogbuch schreibst? Ich bekomme das Material, was in einer anderen Sprache existiert. Jetzt zum Beispiel habe ich eine englische Serie. Da bekomme ich die einzelnen Folgen. Dann gehen gleichzeitig die Folgen auch an die Rohübersetzerin. Die macht eine Rohübersetzung, die nicht lippensynchron ist. Wie meine Mutter immer sagt, dieses schöne Beispiel mit dem Horse und dem Pferd, das passt halt nicht. Horse, Pferd, geht nicht. Also muss man das dann irgendwie so bauen. Früher hat man einfach Gaul gesagt, damit war die Sache gegessen, aber damit kommt man jetzt irgendwie nicht mehr durch. Jetzt dreht man halt den Satz so oder das kommt dann einfach an eine andere Stelle, weil es passiert ja selten, dass man die Worte einfach nur alleine in den Raum sagt und in die Kamera sagt. Und das ist eben die Kunst, dass man es schafft in der Kürze, weil das Englische ja meistens viel kürzer ist als der deutsche Satz, dass man es schafft, der Rolle und dem Material, dem Text gerecht zu werden. Dass es im Endeffekt ein schönes, rundes Ergebnis gibt und vor allen Dingen, dass die Leute oder Tiere oder was auch immer da spricht, miteinander sprechen und es ein großes Ganzes ergibt. Gab es ein Dialogbuch, auf das du ganz besonders stolz bist? Also ich habe
ich habe angefangen mit 2 Serien gleichzeitig. Und das war beides eine große Herausforderung und sehr unterschiedliche Bereiche. Das eine war diese Mystery-Serie Pretty Little Liars. Das habe ich zusammengeschrieben mit der großartigen Kollegin Katrin Neusser, mit der ich mich dann zwischendurch immer abgesprochen habe. Und auf der anderen Seite habe ich mit dem tollen Dirk Bublis zusammen diese Serie Rain, wo es um Maria Stuart ging, geschrieben, wo die nun alle in diesem hochherrschaftlichen Englisch miteinander sprachen und dann eben es auch auf Deutsch so klingen sollte, wie Adlige sich eben damals unterhalten haben. Und das im Gegensatz zu dieser Teenie-Mystery-Serie, weil man so, okay, in welcher Serie bin ich gerade? welche Form benutze ich jetzt? Und das war beides eine Herausforderung und es hat aber beides viel Spaß gemacht. Und das war so der Start. Und das war auch wirklich das, wo ich so angestrengt arbeiten musste, weil es alles wie immer schnell, schnell, schnell gehen musste. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt und bin aber auch auf beides stolz. Du kommst aus einer Schauspieler- und Sprecherfamilie. Stand jemals zur Debatte, dass du beruflich etwas anderes machst? Ich wollte mal Jockey werden, aber dann bin ich irgendwie viel zu wenig geritten und konnte das einfach gar nicht. Aber das hatte ich mir mal vorgestellt. Dann wurde ich auch immer größer. Es passt irgendwie alles nicht. Und ich wollte auch diverse Arten von Ärztinnen und Tierärztinnen und sonst wie was werden. Aber das habe ich dann alles ziemlich schnell aufgegeben. Also ich wusste mit 14, dass ich das werden wollte schon, ja. Wie fühlt es sich an, mit Mutter oder Vater zusammenzuarbeiten? Das ist ganz toll mit meinen Eltern zum Glück. Das kann ich gut. Es war wahrhaftig nicht so toll, als ich denen das damals gesagt habe. Also da fand ich es wahnsinnig schwierig. Es hat mich ganz viel Überwindung gekostet, weil ich dachte, die sagen bestimmt, ich habe dich ja beim Schultheater gesehen, so eine Bombe bist du ja jetzt nicht, dann lass es doch mal bitte lieber bleiben. Das haben sie zum Glück nicht gesagt, sie haben trotzdem, waren beide so, aha, ja, naja, gut. Nicht so wie, was ist denn? Ich meine, ja, es ist halt der schrecklichste Beruf der Welt. Und dann mein Vater so da gesessen, aber halt auch der Schönste. Wir unterstützen dich, wo wir können. Und so war es dann zum Glück auch. Leidest du mit deinen Rollen mit? Ja, oh Gott, ich heule immer die ganze Zeit, wenn die anfangen zu heulen. Das, total, anders geht's, finde ich nicht. Gab es da eine Rolle oder irgendeine Serie oder einen Film, wo du dich erinnerst, der dich besonders emotional hat? Ganz im Ernst, mir passiert das ständig. Also ich werde häufig für entweder heulen oder lachen oder brüllen, werde ich irgendwie gerne genommen, weil ich das anscheinend ganz gut kann. Deswegen ist es einfach immer, es ist ständig so. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich würde wahnsinnig gerne noch mehr sprechen, weil mir das dann doch von Regie, Buch und Sprechen macht mir das am meisten Spaß. Wobei man das auch, also kann man natürlich auch irgendwie so nicht so richtig sagen, weil das ist halt das, was mich, ich brauche die Kombination von den Dingen, weil wenn ich nur zu Hause am Schreibtisch sitze, dann werde ich irgendwann wirklich schwachsinnig. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ich finde irgendwie, es gibt so viele Höhepunkte, weil alle diese Abschnitte ja immer so eine Höhepunkte sind. Also auch das mit dem plötzlich mit den Texten und dann plötzlich das mit der Regie, die ich da so unverhofft angenommen habe. Und dann war bestimmt auch ein Höhepunkt dieser Film vor ein paar Jahren, dieser Inferno mit Axel Malzacher habe ich den aufgenommen. Da habe ich Felicity Jones gesprochen und da waren wir dann auch irgendwie im Kino. Das ist natürlich schon schön und aufregend, klar. Aber eigentlich, ich habe immer das Gefühl, ich gehe irgendwie ins Atelier und es kann mir noch so schlecht gehen an dem Tag oder ich habe irgendwie schlecht geschlafen oder die Kinder waren unruhig oder sonst irgendwas und ich komme da rein und fange mit meiner Arbeit an und in 99% der Fälle bin ich nach 2 Takes einfach bester Dinge, weil ich mich damit so beschäftige und so einen Bock drauf habe und das dann einfach läuft. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Naja, ich glaube, wie alle sagen würden, hoffentlich ist zuhören, dem Original zuhören, ganz wichtig. Und auch den
Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, zuhören, der Cutterin zuhören, dem Tonmeister, Regisseur vor allen Dingen oder der Regisseur. Und aber auch bei den anderen Synchronsprechern, Synchronschauspielern, die das schon länger machen, zuhören, fragen, ob man sich mit reinsetzen darf.